Ich red mit dir kein einziges Wort, red ich mehr mit dir. Solange ich lebe, ich schau durch dich hindurch. Du bist für mich nicht mehr existent. Jetzt, Mann, jetzt sagt's halt auch einmal was. Kann ich was dafür, wenn ihr einfach so in die Falle hineintappt? Also ehrlich gesagt, das war schon arg link von dir. Das war nicht fair, das war schon hundsgemein. Hm? Ja, ja, fair hin, fair her. Die Tatsache als solches bleibt bestehen. Da beißt man aus keinem Fond ab. Na, ihr seid ja nette Freunde, pfui Teufel. Also Stangl, du regst dich wieder völlig zu Unrecht auf. An der Misere bist du ganz alleine selber schuld. Hier dreh ich einmal den Kran um, dass du dich von hinten anschauen kannst. Aber. Wir haben geschlossen. Wo steht das bitte geschrieben? Ich hätte jetzt gerne ein Bier. Na, meine lieben Gemeindekinder, was steht zur Debatte? Kann ich euch mit meinem seelischen Beistand zur Seite treten? Herr Pfarrer, Sie können über alles predigen. Nur nicht jetzt und nicht über eine halbe Stunde. Liebe Brüder, ich habe das Gefühl, ihr verschweigt mir wieder mal etwas. Na? Ist es so oder ist es nicht? Denkt immer dran, der Herrgott weiß alles. Ja, ja. Und unser lieber Herr Pfarrer weiß alles ein bisschen besser, gell? Oh, ja, meint er zumindest. Stangl, was rennst du denn immer hin und her wie ein Stier hinterm roten Tuch? Das rote Tuch sitzt da. Naja, wie könnte es auch anders sein, nicht? Also, Stangl, so geht's halt einmal. Ja. Nicht jede Untat bleibt auf ewig verborgen. Mein Gott, massive Nötigung im Straßenverkehr. Beamtenbeleidigung. So was macht man auch nicht. Was Beamtenbeleidigung? Was hat er gesagt? Du, zu den armen Polizisten, der nichts weiter als seine Pflicht getan hat, sagt doch er, er hätte statt ein Gehirn aufgeweichtes Knödelbrot im Kopf. So was sagt man doch. Ja, das ist allerdings stark. Aber ich werde bei dieser Aussage bleiben. Ne? Dieser Nachtwächter wollte mich anzeigen, ne? Weil ich irgendeinen Parkplatz weggenommen hätte und weil ich ihm noch einen Schubser gegeben habe. Ne? Ja, du, von dem Schubser, komischerweise war dem sein ganzer Kopfriegel kaputt. Ja? Stange, das hast du mir gar nicht gebeichtet. Ja, also, sei es jetzt, wie es ist, auf alle Fälle, du bist das letzte halbe Jahr Auto gefahren, oder nicht? Und du wirst nicht glauben, dass ich wegen diesem Milchreisbubi von einem Polizisten zu Fuß marschiere. Also, ich wollte ja sagen, alle Plakate sind aufgehängt. Raus! Ja, Stangl, nichts für ungut, aber ich glaube, das Thema Bürgermeister ist vorerst gestorben, gell? Ja, komm, nichts für ungut, Stangl. Sei froh, dass du gesund bist. Stangl, interpretiere ich richtig, du bist ohne Führerschein gefahren? Also wenn du meinen seelischen Beistand benötigst. Ich benötige Ruhe, damit ich diesen Mann aus dem Verkehr ziehen kann. Stangl, der Herr halte alle Rachegedanken von dir fern. Er beschütze dich vor allen emotionalen Entscheidungen. Ja. Mein lieber Bruderherz, also ich brauche einen Schnaps. Du, wenn es dir so gut geht wie mir, dann geht's dir saugut. Raus! Ja, warum? Ich bin doch gerade gekommen. Grüße Gott, Herr Pfarrer. Darf ich Sie zu einem Schnapsal einladen? Meine liebe Tochter, das darfst du. Das darf auch ein kleines Bierchen dazu sein. Was gehört? Ein Schnaps? Was hat denn der? Tja. Ja, um Gottes Willen, das schaut der direkt furchterregend aus. Ich bin auch furchterregend. Ja. Hey, komm, führ dich nicht so auf vor deine Gäste. Und von mir brauchst du das Rumpelstilzchen nicht spielen, gell? Ich kenn dich zu gut. In dieser Situation wird mein Schnaps nicht gesoffen. In welcher Situation dann? Hä? Meine Tochter, lass dir raten, empfehle dich still und unauffällig. Lini, komm. Stangl? Ja? Ich erwarte dich demnächst zur Beichte. Jeden Tag von 15 bis 17 Uhr. Stuhl 3. Was ist jetzt da sagen? Die Politiker sind auch nicht mehr das, was sie nie waren. Es tut mir so unsagbar leid, dass ich jetzt kein Kreuzel mehr unter deinen Namen machen kann. Das ist dir geschenkt. Ach was, steigst du doch alle miteinander am Buckelauf. Ja, wenn dieser so ist, dann geh ich auch. Ja, Vater, gut, dass du da bist. Komm, setz dich noch mal her zu mir. Sag mal, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich der Katja schon so oft geschrieben, aber nichts. Keine Zeile. Herrschaftszeiten, da konnte ich schon wieder stocknarrisch werden. Hast denn du gar keinen Stolz in dir, hä? Ich glaub nicht. Zumindest finde ich ihn im Moment nicht. Ja, sag's denn die. Er sucht doch halt endlich einmal eine andere.
Ja, wo denn? Ja, wo denn, sagt er. Geh halt einmal zum Tanzen oder so. Na, da hab ich keine Lust nicht. Ohne Katja. Glaubst du, das Bub, du treibst mich noch zum Wahnsinn? Sag einmal, bist denn du überhaupt noch ein Mannsbald? Denk doch an das alte Sprichwort, ein Mädel ist wie eine Sternschnuppe. Heute Stern und morgen Schnuppe. Ah, ah, jetzt schon mehr geklappt. Ja, glaubst du, das mit dir da drei noch direkt durch? Du kannst schon lange mit der Silvi verheiratet sein. Aber nein, jetzt hockt der Preisbredelbrot da herin. Und die Katja hat die auch wieder ausgeschmiert. Ich sag das Bub, mach's endlich so, dass du dran denkst, wer du bist und was du bist. Meine Geduld hat nämlich auch Grenzen. Und jetzt mach an das Gesicht! Das geht nicht. Ich hab bloß das eine. Glaubst du das? Frech werden du es deiner. Was ist, gehst mit? Nein, ich wart. Auf was? Auf die U-Bahn wahrscheinlich. Du Lalli, du Knieboacher. Ja, was soll ich denn jetzt bloß machen? Ach, ich weiß. Ich sauf mir einen noch. Entweder hängen wir jetzt gleich auf, oder ich sauf meinen Rauscher bis zur Bewusstlosigkeit. Entscheide dich für das Letztere, da bin ich auch gerade dabei. Ja, was dir fehlt, da braucht man nicht fragen. Aber ich bin erledigt. Ja, das meinst du. Aber es gibt nichts Schlimmeres als eine verlorene Liebe. Ja, das meinst du. Es gibt schon was Schlimmeres. Und zwar, wenn man nämlich bei einem Dachstuhl, der einen Auftragswert von 40.000 Mark hat, die ganzen tragenden Balken um einen halben Meter zu kurz abgeschnitten hat. Auwe. Und wundere dich nicht, wenn ich morgen auf Nimmerwiedersehen verschwind. Aber erst ersaufen wir unser Unglück. Einigkeit macht stark. Meinst? Mhm. Da werden aber die Balken auch nicht länger davon. Ich brauch unbedingt was zum Trinken. Noch so ein Todeskandidat. Hast du auch die Balken zu kurz abgesägt? Nein, ich hab mich selber abgesägt. Was? Es ist ein Skandal, dass die mich bei dieser entscheidenden Prüfung schon wieder durchfallen lassen. Auwe. Da büffelt man sich einen Gehirntumor in den Kopf rein und keine Anerkennung. Na, ich weiß gar nicht, wie ich das dem Papa beibringen soll. Ja, am besten noch vor meine Balken. Da ist noch vielleicht die Luft schon raus. Und du, du jetzt bitte wieder einen Trichter in den Bauch rein jammern, ja, mit deinem ewigen Liebeskummer. Ja, wenn ich aber so unglücklich bin. Wisst was, Mann? Was? Jetzt hilf bloß noch Schnaps. Auf geht's. Ja, halt, 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 halt! Wo rennst du hin? Gibt's was Wichtiges, was ich noch nicht weiß? Ja, ganz was Wichtiges, Papa. Ja? Darfst aber nichts verraten. Kein Wort kommt über meine Lippen. Gut. Über unsere auch nicht. Ja. Oh. Na, na ja. Das ist die heutige Jugend. Na. Also. Es ist ein fürchterlicher Schicksalsschlag für uns Stangls. Grausam! So ein Schmarrn, Schicksalsschlag. Ein Skandal ist das. Und so einem Menschen hätte man bald seine Stimme geben. Okay, jetzt reden Sie aber schon einen Schmarrn, Frau Bläschl. Deswegen ist der Stangl nicht schlechter, bloß weil Sie meinen Führerschein zwickt haben. Also ich wähle ihn zum Bürgermeister. Mein Gott, Frau Wagner, denk es doch, bevor Sie reden. Der kann doch gar nicht mehr kandidieren. Der ist doch weg vom Fenster. Mein Gerti, sag einmal, hast du dich da nicht verhört? Ich bin doch nicht deppert und sieg schlecht. Es hätte ja auch sein können, dass er einen Führerschein bloß vergessen hat. Also, Leni, dir fehlt wie so oft der richtige Durchblick. Jetzt pass einmal auf. Es hat ihn quasi derbröselt. Endlich, endgültig. Also, du, da brauchst du vielleicht gar nicht so schadenfroh lachen, gell? Genau, man kann gerade meinen, du freust dich drüber. Na, ja, so frei nicht gerade, aber mein Kummer hält sich sehr in Grenzen. Was sagt denn eigentlich die Frau Stangl zu dem Skandal? Ha? Mein Gott, die Arme, die wird's in Grund und Boden reinschauen. Ja, da sei her! Ja. Jetzt sind sie ja wieder alle beieinander. Ja, Birnstingen stellen sie ja noch gerade einmal vor. Ja. Das erzählen wir selber, gell? Ja, das ist nämlich unser Stangl-Opa. Bitte, bitte. Nein! Das ist ja ein Skandal. Das haben wir schon vor einer halben Stunde gesagt. Genau. Grüß Gott, die Damen. Ja. Haben wir sich heute beim Stangl verabredet, ja?
her, die Leni. Was steht's denn alle zwei da im Lohn herin rum, ha? Ja, mei, bei diesen massiven Menschenmassen ist die Leni in Schleidern gekommen. Der rät doch ganz an Kaster her. Frau Bernstingl, was kriegen wir denn? Ja, ich bin jetzt direkt ein bisschen echauffiert, gell? Ich weiß jetzt gleich gar nicht, was ich sagen soll. Okay. Was muss denn weg? Das Gulaschfleisch. Von Gulasch. Gut. Frau Steiner, gib mir doch bitte schön mein Backerl. Ja, bitte schön, Frau Dankeschön. Und auf Wiedersehen, gell? Und alles Gute nochmal, Frau Stangl. Was ist, Frau Wagner? Ja, ich komm gleich. Wieder gut, Frau Stangl, gell? Und den sind bloß nicht aufregen. Wiedersehen. 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 Was ist denn mit denen heute los? Warum soll ich mit ihnen aufregen, ha? Übrigens, habt ihr einen Opa gesehen? Bedauere, ich konnte meinen lieben Bruder in den letzten Stunden leider nicht ausfindig machen, liebe Schwägerin. Ja, auch mir ist sein momentaner Aufenthaltsort nicht bekannt. Was reden die so geschwollen daher? So, Frau Bernstingl, da ist jetzt Jana Gulasch. Ja, danke schön. Was kriegst du denn? 7,50 Mark. Wieso? Ich hab mir gedacht, das muss weg. 5,50 Mark. Ah ja, gut. Also glauben Sie mir, Frau Stangl, Sie tun mir ja wirklich leid. Ehrlich. Aufrichtig leid. Ja, was ist denn los? Bin ich vielleicht unheilbar krank und weiß nichts davon, ha? Ja, Sie wissen ja, ich halte mich ja grundsätzlich immer und überall raus, gell? Und Sie werden es auch noch nie erlebt haben, dass ich mich in irgendeinen Dorfratsch eingemischt hab, gell? Also, ich hab's schon vorher erlebt. Aber das noch nie, dass Sie einer in irgendeinen Dorfratsch nicht eingemischt haben. Oh. Na, Erna wird in einer Hochgestell die Nasen abhalten, Eiringer. Auf Wiedersehen, Frau Bernstingl. Ah, Gott sei Dank, meiner. Wenigstens die finde ich. Ja. Du, hast du eine Ahnung, wo der Vater ist? Nein. Ja, du, der Steffel soll schon lange da sein und den Thomas finde ich auch nirgends. Jesus Maria, du, der hat doch eine Prüfung gehabt. Ach. Mein Gott, nein, der wird halt mit seinen Fremden feiern. Ja, wenn es was zum Feiern gibt, gell. Ja. Gell, gib mir bitte eine Leberkassine. Ja. Also, das sag ich dir, auf den Thomas krieg ich jetzt schon langsam ein Wort. Du, da meint man, man hat, Dankeschön, da meint man, man hat einen tüchtigen Kompagnon, nicht? Und dann hängt man doch die ganze Zeit allein rum. Ich hab die Nasen gestrichen voll, das kann ich dir sagen. Ich weiß schon, was dir fehlt. So, was? Such dir halt wieder eine Frau. Nein, Mama. Eine, die mir wieder gefallen könnte, die wird nicht ausgerechnet auf den Stangl-Stefan warten. Okay, schau dich halt um in aller Ruhe. Ja, und wo, bittchen? In meinem Holzlager vielleicht. Also, ich schau jetzt, wo der Opa ist. Mhm. Furt ist er nicht, also muss er da sein. Aha. Ja. Ja. Das ist wieder einmal deine stets herzerfrischende Logik, Mama. Ja. Gerti, gehst du in den Laden? Ja. Ja, kann man denn in diesem Hause nicht 5 Minuten bei seiner Arbeit bleiben? Ui, das ist ja mal ehrlich. Ja, was tut denn der heute noch bei der Bernstingl? Und wegfahren tut der auch noch. Halt, bleib da. Ja, du Briefträger wirst doch zu deiner Verlobten reinschauen, ha? Kommt man denn dir nie aus, ha? Du, was hast denn du heute noch bei der Bernstingl gemacht, ha? Dienstgeheimnis. Ein telegrafisches Telegramm habe ich gebracht. Oh, das ist gemein. Mir hast du noch niemals, nie nicht ein telegrafisches Telegramm gebracht. Schreib dir heute halt einmal selber eins, dann bring ich es. Höchstpersönlich. So, und jetzt halt mich nicht auf, ich muss heim, ich muss noch über mein Studium gehen. Ah, der andere haut auf den Putz, Studium. Na, natürlich. Inzwischen kann ich sämtliche neuen Postleitzahlen auswendig. Nein. Ja, das sind ja Tausende. Das war's Tausende, Abertausende. Die kann ich alle aufwendig runtersagen. Nur die Ortschaften dazu weiß ich noch nicht. Habe die Ehre. Halt einmal. Erich, sag einmal, wo ist denn dieses Telegramm hergekommen? Aus Ohio oder so. Servus. Ohio? Das kenne ich nicht, da war ich ja noch nie. Oh, Gerti! Ohio. Gerti! Gerti, zwick mich! Wohin? Das ist doch wurscht! Stell dir vor, ich habe geerbt! Hä? Ja, ein längst vergessener alter Onkel, der ist verstorben, aus Ohio! Und ich bin jetzt die alleinige Alleinerbin! Das ist ein Skandal, ich habe noch nie was geerbt! Was haben Sie denn eigentlich geerbt? Eine Ranch. Mit Tausenden von Kühen und Rindern. Und einem Ochsen. Na, von einem Ochs steht da nichts drin. Der Ochs kommt ja erst, wenn Sie mit Ihrem Mann dorten sind. Mein Lehrer,
da werden sie einer alle an eine Batzelaugen auszutreiben, gell? Die Nachricht, die werde ja einschlagen wie eine Bombe. Ich, die Agnes Birnstingl, eine Millionenerbin. So was Gemeines, eine Millionenerbin. Dass das Glück doch so dämmisch ist und immer zu der Falschen flattert. Jesus, da rollt die Bürgermeisterin an. Ha, da verschwindet die. Die muss ich nicht unbedingt heute auch noch haben. Frau Stangl! Frau Stangl! Ja, ich gucke ja schon. Jetzt muss ich mich aber wundern, Frau Bürgermeister. Zuerst sieht man ja jahrelang nicht und jetzt? Ich wundere mich auch, Frau Stangl, das darf es mir glauben. Das hätten Sie mir letztes Mal schon sagen können. Was hätte ich denn sagen können? Ich bin in dem guten Glauben, dass Ihr Mann berechtigte Chancen hat, Bürgermeister zu werden und dann sowas. Was, sowas? Also ich kann nur sagen, das ist ein Skandal, dass Ihr Mann überhaupt als Bürgermeister kandidiert hat. Ja, wo er doch schon über ein halbes Jahr mit seinem Auto in der Gegend rumkutschiert. Ja und? Ja, nix ja und. Das macht kein zukünftiger Bürgermeister. Noch dazu, ohne Führerschein. Was? Ja, ist das ein Rimpfig. So, was? Es geht doch endlich heim. Was? Das geht. Ich bin ja daheim. 12 Uhr vorbei. Geh, Markus, geh halt du heim. Nein, geh nicht heim. Ich bleib da. Du kannst da nicht hocken bleiben. Du, was meinst du, wenn die Mama kommt? Oder gar der Stefan? Und der bringt einen um. Das kannst du am Ende sofort du sein. Ja, dann geh ich doch heim. So viele Flaschen, hä? Wer hat denn die alle gesoffen? Keine Ahnung. Boah, ist mir schlecht. Hm? Ja, mir ist also ganz erbärmlich schlecht. Ich muss jetzt dann heim. Weißt du was, Markus? Was? Ich begleite dich nach Hause. Jawohl. Ja. Und ich gehe auch mit. Und dann begleite ich dich wieder heim. Steffelig, danke dir. Jawohl. Ich mach den Ersten. Jawohl. Wer hilft mir den auf? Ich natürlich. Ui. Hilf ihm du? Du wirst hier so was schauen. Ich auch nicht. Ja, dann mach ich's doch selber, gell? Was ist das? Oh, mir ist so schlecht. Gehen wir schon. Ich mach die Tiere ab. Ja, gut. So, ja, die gehen wir. So geht es nur. Ja, sag einmal. Ja, wer war denn dort? Ja, haben da Gammler eingebrochen und ein Saufgelage abgeholt, ne? Na, also ich mach da nicht sauber. Gerti! Ja! Also da hört sie doch alles auf. Was schreist denn so? Ich schlaf ja noch halber. Was bist du? Ja, da schaut's ja gut aus. Also die Sauerei, die räumt für ihn nicht weg, gell? Oh. Meinst du vielleicht die? Erna! Ich verbitte mir ein für alle Mal, dass in dem Haus so rumblärt wird, noch erinnern, gell? Ja, wie schaut's denn da aus? Es ist ein Skandal. Erna! Dass wir von euch zwei da keine aufräumt, gell? Nein, wir können uns beherrschen. Ja, das ist ein Skandal, hast du gehört. Jetzt haut's mir den Vogelnaus endgültig. Ja. Den hat sie uns auch gerade rausgehauen, gell? Da schau mal das Nachtlager von Granada an. Stefan, wo ist dein Sohn? Und wo ist dein Sohn, hä? Oh, ich glaub, komm, es ist gescheiter, wir verschwinden. Aber schnell. Du ruiniert mir eine Lieferung von 40.000 Mark.
Die kann ich praktisch wegschmeißen. Ach, vielleicht kannst du das doch noch brauchen. Ja, logisch. Für eine Hundshitten vielleicht. Okay, jetzt reg dich nicht so auf. Da findet man schon eine Lösung. Ja, ja. Übrigens, weißt du, dass dein Vater seit über einem halben Jahr ohne Führerschein gefahren ist? Was? Mhm. Okay, das gibt's ja nicht. Da hätte man doch was merken müssen. Wie denn, wenn es kein Mensch gesagt hat? Hm. Also das tut mir jetzt leid, Mama. Ja, ja, nicht für den Vater, sondern für dich. Mhm. Naja. Da wird dein Typ verlangt. Geh, okay, jetzt schubst mich doch nicht so. Solche Erschütterungen halten mein Kopf heute noch nicht aus. Ja, Papa, bist du auch schon auf? Mhm. Gerne, geh raus, da gibt's nichts zum Herrn. Gut, okay, halt. Ich hör mir draußen auch noch genug. Ja, ja, da schau her. Auf die hätte ich jetzt beinahe vergessen vor lauter Balken. Guten Morgen, mein Sohn. Haben wir gut geschlafen? Ja, es geht gerade so. Deinem Zustand nach hast du bei dem Gelage aktiv mitgewirkt. Mhm. Gehe ich recht in der Annahme, dass bei dir wieder einmal irgendwas schiefgelaufen ist? Oder war das ein Freudenbesäufnis über ein gelungenes Examen? Tja, Papa, du hast leider wie schon so oft wieder einmal recht. Aber ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie das passiert ist. Dieses Sprücherl ist mir seit Jahren hinreichend bekannt. Nein, Papa, ehrlich, ich bin ja ganz froh, dass du das so ruhig und gelassen aufnimmst, ehrlich. Du, ich bin meistens ruhig und gelassen. Aber jetzt hätte ich gute Lust und dachte stundenlang durchlassen, dass du nicht mehr in der Lage bist, mir so saublöde Ausreden aufzutischen für deine Faulheit. Oder war vielleicht nicht deine Faulheit schuld? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Da gibt's auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Erbfaktoren oder Umwelteinflüsse. Mama! Halt mich zurück, sonst erschlag ich! Geh, red dich doch nicht so auf! Schau, Papa, ich könnte auch unheimlich krank sein. Ja, im Hirn vielleicht. Das hast du aber nicht von mir. Ja, freilich. Es ist natürlich schöner, wenn man jede freie Minute sich im Laden rumdrucken kann. Und um unsere Verkäuferin die Uschi rumschwänzeln, Babyärsche wickeln und pudern. Aber damit ist jetzt Schluss, ein für alle Mal. Verstanden? Ja, im Prinzip schon. Und schau, dass du mir jetzt aus die Augen kommst, weil sonst passiert wirklich ein Unglück. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da, und du ja, gehst jetzt doch nicht. Nicht so. Gott sei Dank, jetzt kommt eine Ablösung. Na und, was ist mit dem Frühstück? Das fällt heute aus. Aha, bloß weil ihr einen Stumm gehabt, soll mir verhungern, ha? Ich protestiere. Guten Morgen, Mama. Also Brüderlein fein brauche ich bei dir nicht, Singer. Ja, jetzt fang halt schon mal an, Stefan. Darf man fragen, Thomas, was du gefeiert hast? Ich weiß, dass ich einen riesen Mist gebaut hab. Ja, aber geh. Sind ja nur 40.000 Mark, ist ja gar nicht der Rede wert. Interessiert hat mich ja nur, wie das ausgerechnet dir passieren hat können. Ich kann's dir auch nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich meinen Kopf gerade woanders gehabt. Ja. Aber ich sag das gleich, ich mach das wieder gut. Und wenn ich Tag und Nacht rackern muss. Aber jetzt, Mama, sei mir nicht busy. Ich muss mich noch eine Stunde hinlegen. Das siehst du, Stefan, das wird schon wieder. Nein, Mama, dein Optimismus ist wohl durch nichts zu erschüttern. He? Nein, Stefan, wenn ich meinen Optimismus nicht immer wieder ausgeräumt hätte, dann würde es daherin ganz anders ausschauen. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja. Ach, da schau her, da bist du, Vater. Ja, da bin ich. Ist Oma drin? Das weißt doch du ganz genau. Ja. Ich hab mir halt gedacht, dass ihr heute nicht mehr begegnet, dass ich nicht mehr trief, weißt. Ja, geh weiter. Du wirst doch nicht Angst haben vor der Oma. Na, Angst hab ich nicht, aber Schiss. Okay, komm. Vater, du kannst doch nicht so naiv sein, dass du glaubst, diese bewusste Angelegenheit war Nebensache, wenn man als Bürgermeister kandidiert. Schau, Stefan, ich bin bloß ein paar Mal gefahren. Ja, ja. Das ist diese blöde, billige Bürokratie, ne? Mhm. Das ist genau wie damals, wo ich mit meinem Reisepass nach Kanada fahren wollte. Komm, tu dich nicht selber holen, Vater. Ja. Du, und jetzt geh nicht zur Mama. Ja. Ich hab mir ein bisschen Zuspruch verdient. Ah, Zuspruch. Ich brauch auch einen Zuspruch. Ja, Erna. Ja, du bist da. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Ja, jetzt hast du es ja wieder erreicht, gell?
Jetzt hast du es wieder so weit gebracht, dass ich nicht Bürgermeister wäre, ne? Ach, sehr interessant. Was? Bin jetzt hier mal wieder schuld, oder? Ich wäre dir recht dankbar, wenn du mich aufklären kannst. Weißt du, ich bin nämlich ein bisschen dumm. Sag mal, Erna, bist du mir noch böse? Böse? Nützt dir jetzt auch nichts mehr? Ja. Und du? Bist arg traurig, hä? Dass du jetzt nicht Bürgermeister wirst. Ja, schau, mir stinkt ja bloß, dass du nicht Frau Bürgermeisterin geworden bist. Oh, oh nein. Danke.